Das passt natürlich gut. Wir sind ziemlich weit vorne. Wir sind sowieso der erste Bus, der kommt. Und aus diesem Bus sind wir auch ganz vorne mit dabei. Guck mal, da gibt es ein Getränk. Oh, dankeschön. Danke. Genial, alles leer, keine Schlange. Und für die, die das immer noch nicht erraten haben, wo wir sind, dann guckt ihr das mal an, wo wir sind. Jetzt wisst ihr es. Wir sind da ganz oben. Ein Riesenpott. Jetzt werden wir nämlich das Problem haben, was der Kapitän bei unserer letzten Kreuzfahrt gesagt hat. Wir sind so weit oben und so weit vorne, dass der Kapitän, dass nicht nur wir den Kapitän sehen können, sondern der Kapitän auch uns. Hereinspaziert. Nein. Schnuffel, das ist, allein der Fahrstuhl ist schon toll. Jetzt habe ich einen Drehbock. Wir sind angekommen. Deck 16. Hi, da sind wir wieder. Ja, wir sind schon in der Kabine und sind schon fleißig am Auspacken. Die Koffer sind gerade angekommen. Wir haben nämlich einen mega Hunger und haben auf unsere Klamotten gewartet. Ich habe erstmal die Verzögerung genutzt und in der Zeit schön frisch geduscht. Ja. Ich war auch einmal schnell unter der Dusche, aber ich muss sagen, die hat ein bisschen wenig Wasser drin. Ja, vielleicht wenn man so weit oben ist. Wir sind ganz oben, wir sind über dem Kapitän noch. Also über der Brücke. Das ist ja Blasphemie, über dem Kapitän. Da kommt vielleicht nicht mal so viel Druck an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir sind da und ich zeige euch jetzt unsere Kabine auf Deck 16. Wir haben Kabine 16110. Das ist eine Panoramakabine. Nee, eine Verandakabine. Vielleicht ändert sich das mit dem Wasserdruck ja auch noch. Das kann ja sein. Dass die sind ja jetzt in den Vorbereitungen so ein bisschen. Das läuft ja jetzt erst hier an, richtig? Ja. Genau, ich zeige euch jetzt einfach erstmal die Kabine. Wie gesagt, es sieht schon ein bisschen chaotisch aus, weil wir haben die Zeit genutzt und schon mal ein bisschen eingerichtet. Also ich habe mein Handgepäck ausgepackt. Robert hatte sich nicht nur mal 5 Minuten hingelegt. Deswegen ist das Bett jetzt nicht mehr gemacht. Aber es ändert ja nichts an einem Grundriss, sozusagen. Da ist das Bett. Da, hinter Ruby. Da, da. Da, das ist das Bett. Schwer, unschwer zu erkennen. Das ist ein Bett. Fang nicht an zu stottern, Corinna. Jetzt hat Robert gerade die Kabine, den Ausblick versperrt. Das ist unsere Veranda. Die Veranda ist zu öffnen über diesen Griff hier. Und man kann sie abends hier auch nochmal abschließen. Das heißt also, wer Angst hat, wie geht denn das? Wer Angst hat, dass er geklaut wird. Aha, so ist zu. Und hier könnte man die Tür noch abschließen. Das heißt also, Kinder können hier abends, wenn die Eltern nochmal auf den Switch gehen, nicht einfach rausklettern. Außer sie kommen da oben an. So, ich wollte euch aber ja erstmal unseren Ausblick zeigen hier von Deck 16. Der Vorteil einer Verandakabine ist, wir haben eine Hängematte. Wir haben eine recht große Veranda. Die Hängematte kann man hier über diese Öse, nee, wie heißt das? Naja, auf jeden Fall über diesen Clip auch einfach sonst hier ranhängen, wenn einer stört, weil wenn die hängt, dann kann man schlecht sitzen und dann haben wir halt noch zwei so eine Stühle dazu. Und wir können diesen wahnsinnigen Ausblick hier genießen. Guck mal, wir sind nicht alleine. Die Konkurrenz schläft nicht. Herrlich. Ist das nicht schön? Und seht ihr? Da. Das ist die Brücke. Wir sind über der Brücke. Wenn wir hier runter gucken, ich glaube, das ist der Suitenbereich. Die haben nochmal ihre ganz eigenen Whirlpools. Aber das werden wir noch herausfinden. Genau, da. Und da hinten, man erkennt es nicht, da ist die Kathedrale von Mallorca. Das heißt, da ist das Stadtzentrum. Da würde auch ein Shuttlebus hinfahren, aber wir sind so spät abends hier, dass der jetzt gar nicht mehr fährt. Und wir würden es auch nicht rechtzeitig zur Seenotrettungsübung wahrscheinlich zurückschaffen. Die ist um 20:30 Uhr, die ist obligatorisch und Pflicht. Da hinten sieht man die Burg. Es ist geil, einfach nur herrlich. Och, ich will hier gar nicht weg gerade. Aber ich wollte euch ja die Kabine zeigen, ne? Ja, also die Seenotrettung-Übung müssen wir mitmachen. Deswegen gibt es auch erstmal nur bis 20:30 Uhr Abendessen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen, denn es ist schon 19:30 Uhr. Wir haben nur noch eine Stunde und wir wissen noch gar nicht, wo wir hin müssen. Ich habe mich schon ein bisschen... Gefall ich dir?
Ja, du siehst sehr gut aus. Noch ein bisschen ich muss mich auch noch umziehen, fällt mir ein. Du bist gut, ist gut so. Ja, okay. Ich darf in meinem Ankommen-Outfit, sieht man irgendwas? Nee, ne? Ich halte es voll schräg. Oh, nur die Haarbürste, Corona. Ja, die liegt da auf dem Tisch direkt vor dir. Perfekt, danke schön. Ja, schnell, schnell. Ah, verfallt alle in Panik. Ja, also das ist, wie gesagt, unsere Kabine. Sie ist etwas klein. Das macht nichts. Dafür haben wir halt diesen super mega tollen hohen Ausblick. Also ja, wir sind halt ganz oben, ne? Das ist schon mal schön. Und wir haben so einen exklusiven Bereich, wo nur wir und die Suitengäste Zugang haben. Den gilt es auch noch zu erfahren. Und wir sind direkt am Beach Club. Das heißt, wir können heute Abend ist Welcome Party mit Sektempfang und so. Können wir direkt nach dem Feiern direkt in unsere Kabine, in unser Bett fallen. Ich mach's mal vor. Ja! Tatsächlich ist das Bett auch gar nicht so hart wie damals. Ich weiß nicht, kennt ihr das Video, wo ich auch schon mal ein Bett auf der AIDA getestet habe und mir fast den Rücken gebrochen habe? Ja, wenn nicht, dann kriegt ihr hier nochmal das Video. Schaut es euch einfach an. Ist auch interessant. Ja, genau. Aber, also, kommen wir zurück zur Kabine. Robert ist schon hier im Badezimmer, macht sich gerade schick fürs Abendessen. Das Badezimmer ist ausgestattet mit so einer Duschkabine hier in der Ecke. Ich kann auch kurz rausgehen. Dann kannst du besser filmen. Gleich daneben ist die Toilette. Nö, passt schon. Hier haben wir so ein paar Ablagefläche. Ich habe mich da schon so ein bisschen eingerichtet. Das wird bestimmt die Tage noch ein bisschen mehr gefüllt. Weil ich ja nicht immer alles gleich wieder reinräume. Und neben der Dusche ist gleich hier das Waschbecken. Da gibt es auch nochmal so Ablageflächen, wenn man sie braucht. Und hier so Zahnputzbecher. Sogar aus Glas. Und hier nochmal für Rasierer oder irgendwas. Eine Steckdose. Glätteisen darf man ja nicht mitnehmen. Dadurch habe ich jetzt eigentlich gar nichts dabei, weil es soll hier ein Föhn auf der Kabine geben. Und ja, dann Glätteisen, also alles was heizen könnte oder Heizelemente, darf man halt nicht mitnehmen aus Sicherheitsgründen. Und deswegen könnte höchstens Robert einen Rasierer da anstecken. Aber auch er rasiert sich auch nicht elektrisch. Also brauchen wir sie nicht. Auf der Kabine ist immer hier so ein Seifenspender. Der ist gleichzeitig auch Shampoo für die Haare und Duschgel. Ja, und hier hängen die Handtücher, ne? Aber Sie haben ein Handtuch vergessen. Wir haben nur drei. Macht nichts. Können wir alles noch reklamieren. Das ist auch nur der erste Eindruck jetzt von der Kabine. Wir werden euch noch eine genaue Kabinenrundgang filmen. Hä? Was mache ich denn gerade? Einen kleinen Rundgang. Oder machen wir nochmal einen großen? Den Rest zeige ich euch später, denn wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit zum Essen. Also, den Spezialrundgang, den Kabinen-Showroom, wie auch immer, zeigen wir euch später. Jetzt geht's erstmal essen. Hunger! Wir fahren jetzt runter zu Deck 6 ins Marktrestaurant. Wir haben schon derbe Hunger. So, jetzt haben wir uns erstmal ganz schnell hier im Buffet alles bunt zusammengewürfelt. Aber am Ende schmeckt's doch. Zusammengewürfelt. Wir haben jetzt ja nicht mehr so viel Zeit, nee, weil wir gleich die Übung machen. Also, willst du erstmal sagen? Guten Appetit! Guten Appetit! Restaurant und so werden wir euch natürlich auch alles noch ganz in Ruhe filmen. Oh, ein Gedicht, das sehe ich schon an ihrem Gesicht. Sauerkraut. Und wer uns kennt, der weiß, dass das eben nur der Anfang gewesen ist. Das ist schon wieder leer. Der Nachschub ist schon da. Ja. Ja. So kennt man uns. Ja, deinen Salat hätte ich auch gern gehabt. Aber irgendwie Ich würde ja was abgeben vom Salat, du kleine Schnecke. Nee, danke. Ich habe jetzt genug. Morgen ist auch noch ein Tag. Das stimmt. Hau rein. Du auch. Boah, hier ist was los. Jetzt geht gleich die Übung los. Guck dir mal das Gewirbel an hier. Und das ist nur eine Übung. Das ist nur eine Übung. Das ist kein Real Life. Achtung, hinter dir. So, du hast die Karten. So. Hui, wir sind jetzt gerade die ganzen 10 Decks gelaufen. Weil der Fahrstuhl so voll war. Klar, die wollen jetzt ja alle vorm Piepen schon zu den Sammelpunkten. Eigentlich reicht das ja, wenn man losgeht, wenn das Alarmsignal ertönt. Das ist ja auch viel echter dann. Ja, ist aber für unseren Vorteil, wenn wir gleich losgehen, wenn das Signal ertönt, die Treppen und alles ist wieder leer.
Wir machen alles richtig diesen Urlaub. So, schon mal vorbereitet. Müssen noch 5 Minuten warten. Corona hat schon das richtige Oberteil an hier. Wohlgemerkt. Ich habe... Sehr cool. Jetzt haben wir uns Mallorca-Urlaub gekauft. Genau. Ich habe mir das Bierkönig-Oberteil verkniffen. Weil ich dachte, so ein bisschen niveauvoll hier auf dem Schiff darf es ja sein. Hallo? Der Bierkönig hat ein Niveau? Ja, hier liefen auch schon einige rum. Der Bierkönig hat dieses Jahr Jubiläum. Und wir sind nicht dabei. Oh, ich habe jemanden im Zimmer. Oh ja, tatsächlich. Ich ziehe mich mal schnell um jetzt. Mit dem Hemd und der dicken Schurwollhose ist doch ein bisschen warm. Diese wilde Mähne. Aber ich wollte... Zum Essen wollte ich wenigstens eine lange Hose anziehen. Und ja, aber jetzt ein bisschen sportlich. Ligerere Kleidung. Die Haare ein bisschen kämmen. Dafür brauche ich einen Spiegel. Okay, und während der Mann sich mal wieder stylt und die Frau warten muss, lasst uns doch noch gemeinsam einmal einen Blick auf Palma bei Nacht werfen. Wenn ich die Tür aufkriege. Guck mal, ist das nicht schön? Toll, oder? Das können wir jetzt noch so lange genießen, bis es piept. Bis das Signal zur Rettungsübung kommt. Oh, Leute, da würde ich jetzt gerne drin sitzen, ne? Und mit dem Ausblick und da drinnen. Aber erkennt man das, dass wieder sprudelt? Na, wer hat noch Bock auf so eine kleine Pool-Session? Naja, gut. Dann schnappen wir uns mal unsere Rettungswesten. Bis gleich. Was schön, ne? Auch die Beleuchtung hier so schön. So ein mediterraner Flair. Guck mal, Mama. Oh je. Kannst du auf. Komm her. Komm mal her. Es ist mir gelungen, die Frisur. Da habe ich hier kein. Ich sehe nichts nach hinten. Hier fehlt so ein Spiegel. So ein. Ist das gut? Ja. Ja, wenn man jahrelang, ja, über Jahrzehnte Pferdeschwänze macht, dann denke ich immer so, was soll daran schwer sein? Was soll da misslingen? Haare zusammen, Gummi rein. Muss ich mich hier veräppeln lassen? Aber ich kenne auch Leute, die können sich die Haare nicht flechten. Mhm. Und staunen immer darüber, wie schnell das geht. Was ist das eigentlich? Ich habe mal eine Frage an die Zuschauer. Das ist ja ein TUI-Schiff, scheinbar. Aber es ist ja nicht mein Schiff. Weil bei meinem Schiff, da steht ja immer Wohlfühlschiff und so eine Schriftzüge drauf, mein Schiff und so. Aber da steht nichts. Ja, jetzt ist es auch ein bisschen zu dunkel, ne, um was zu erkennen. Erkennt das vielleicht ein geschulter Kreuzfahrt? Matthias Mohr, sag uns doch mal, welches Schiff das ist. Ups, jetzt habe ich gewackelt. Oh nein, wir müssen los. Schnell, Robert. Genau, das ist unser Signal. Zu. Die Schwimmwesten ergriffen und los geht's. Ich verstehe dich nicht. Das piept mir so laut. Auf zur Seenotrettungsübung. Okay, ja, dann hören wir jetzt mal auf zu filmen, sonst denken die, wir nehmen das nicht ernst. Herrlich. Ist jetzt gar nicht mehr so voll. Jetzt sollten die eigentlich ja losgehen erst, aber die meisten sind halt schon da. Damit sie noch einen Sitzplatz haben. Und jetzt warten wir hier. Ja, kaum ist das Getränkepaket gebucht, haben wir uns auch schon Getränke geholt. Ja, schon was. Skoll. Skoll. Lass dir schmecken. Ein Ipanema für den Robi und ein was? Erdbeer-Cool-Ada. Erdbeer-Cool-Ada. Oha. Cool-Ada. Mit Früchten? Mit frischen Früchten. Mm. Und no Alkohol. Oh, mm. Wir laufen jetzt aus dem Hafen von Palma, fahren da, glaube ich, gleich ziemlich dicht sogar an der Kathedrale vorbei. Und richtig dicht an der Stadt. Toll. Ich zeige euch mal den tollen Ausblick. Aber viel mehr als so ein bisschen Glitzer ist, denke ich mal, auf der Kamera nicht zu sehen. Wir drehen uns jetzt so ein bisschen da, direkt dahinter, das kann man jetzt leider nicht sehen, ist die Kathedrale. Aber vielleicht kann man das gleich noch sehen.
Und dann weiß ich nicht, ob es aus dem Lautsprecher kommt oder ist eine Grille, die so laut zirpt, dass man die bis hierhin hört. Hört ihr das auch? Muss ja echt ein Monstervieh sein. Ja, das war ein bisschen stressig jetzt. Erstmal die ganze Anreise und das alles und dann mussten wir uns sputen, um zum Abendessen zu kommen und dann reinschaufeln das Essen, weil dann mussten wir gleich zur Seenotübung. Ja, danach schnell das Getränkepaket buchen, zack, zack, zack. Und jetzt? Ja, weil ich wollte eigentlich mit dir zum Sektempfang und die Laserschuhe sehen. Und deswegen musste ich so stressen. Tut mir leid. So, ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Ihr seht, ich bin schon bettfertig. Ich liege auch schon im Bett. Robi schläft schon. Deswegen kann ich nicht mehr ganz so laut reden. Ja, wir hatten eine abenteuerliche Anreise, eine spannende und abenteuerliche Anreise. Der Tag ist jetzt vorbei, wir liegen im Bett. Ich sag jetzt gute Nacht. Und morgen haben wir einen Seetag und da erkunden wir dann erstmal ausgiebig das Schiff und da seid ihr natürlich dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einfach einen Daumen nach oben. Hinterlasst uns einen Kommentar. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann würde ich das jetzt ganz schnell nachholen, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!